Floating PV, also schwimmende Solaranlagen zur Stromerzeugung, hast du wahrscheinlich schon mal gesehen. Gerade werden auch mehr und mehr davon gebaut. Aber was erstmal klingt wie eine super Idee, nämlich ungenutzten Platz zu nutzen, kommt mit überraschenden Kosten. Teilweise sogar für das Klima selbst. Aber um fair zu bleiben, weiß man manches einfach noch gar nicht so genau. Denn die Studien, die es dazu gibt, habe ich mir angesehen und sie sind teilweise einfach widersprüchlich. Was jetzt aber ganz neu ist, ist eine Lösung, die man an Land schon länger kennt, stehende PV-Anlagen. Und da die weltweit erste Anlage dieser Art letzte Woche in Gilching bei München ans Netz gegangen ist, schauen wir uns das mal kurz an. Was ist eigentlich das Problem mit normaler Floating PV und wie kann das Aufstellen der PV-Module das vielleicht lösen? Meine Aufgabe hier auf dem Kanal ist es, dir ein paar Daten- und faktenbasierte Happenhoffnung in Sachen Klima- und Energiewende zu servieren, die es leider oft nicht in die Nachrichten schaffen. Unser Ziel dabei ist, dass dadurch mehr und mehr Menschen Bock haben, selbst mit anzupacken, um unsere Erde lebenswert zu halten und vielleicht sogar noch etwas lebenswerter zu machen. Wenn du auf sowas stehst, bist du hier richtig, abonniere am besten direkt den Kanal. Und damit diese Videos ihre Wirkung entfalten, kannst du direkt mithelfen, sie zu verteilen. Danke. Und damit willkommen zu deinem Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen. Hier kommt dein Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Floating PV hat ein Problem. Laut diesem Gesetz dürfen sie in Deutschland nur auf künstlichen Gewässern nur 15% der Wasseroberfläche bedecken und müssen mindestens 40 Meter vom Ufer entfernt sein. Der Grund? Umweltbehörden befürchten negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Was ist da dran? Bei konventioneller Floating PV wird das Wasser unter den Modulen um bis zu 73% verschattet. Weniger Sonne heißt weniger Photosyntheseleistung für Pflanzen und Phytoplankton. Klar. Ob das jetzt aber gut oder schlecht ist, dazu zeigen die Studien widersprüchliche Ergebnisse. In nährstoffreichen Gewässern könnte die Verschattung die Gefahr von Algenblüten verringern. Aber in nährstoffarmen Gewässern könnte weniger Sonnenlicht zu weniger Algenwachstum führen und damit zu weniger Nahrung und Sauerstoff im Wasser für alle Lebewesen dort. Tagsüber wird das Wasser weniger stark erwärmt, kann aber auch nachts weniger Temperatur abgeben. Die Windgeschwindigkeit an der Wasseroberfläche wird gebremst, was zu weniger Durchmischung im Wasser führt, aber auch weniger Wasser verdunsten lässt. Wir haben also Vor- und Nachteile. Was jetzt überwiegt? Wir brauchen mehr Forschung. Aber genau hier kommt jetzt die erste stehende Floating-PV-Anlage ins Spiel. Damit wird zumindest schon mal die Wasseroberfläche weniger verschattet, wodurch die möglichen Probleme um Temperatur und Photosynthese schon mal deutlich reduziert werden. Außerdem passt viel mehr PV auf ein Gewässer, bevor die gesetzliche 15%-Grenze erreicht ist, die sich ja nur aus der Vogelperspektive anschaut, wie viel Fläche bedeckt wird. Die Anlage auf dem Weiher des Kieswerks in Gilching hat 2600 Module, die mit einem verspannten Netz aus Stahlseilen befestigt ist und auf eine Gesamtleistung von 1,8 Megawatt Peak kommt. Die Elektronik bleibt übrigens an Land. Die Module sind bifazial, können also auf der Vorder- und Rückseite der Sonne ernten. Das ist dann sogar netzdienlich, weil es komplementär zu den meisten PV-Parks wirkt, die ja mittags ihren Peak haben und morgens und abends eher weniger Strom liefern. Was bedeutet das aber fürs große Ganze? Ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig viel, was aber auch nicht schlimm ist. Das Potenzial für Floating PV in Deutschland liegt laut Fraunhofer ISE bei maximal 2,5% der bereits installierten PV-Leistung. Das heißt aber nicht, dass es nicht für einzelne Nischen sehr wohl was ausmacht. Für Kieswerke, die viel Strom an einem Standort verbrauchen, ist das zum Beispiel super. An sonnigen Tagen deckt die Anlage den kompletten Strombedarf mit Sonne, die ja sowieso da ist. Wie bei vielen Studien heißt es am Ende dieses Videos, wir brauchen weitere Studien. Dann wissen wir auch, ob und unter welchen Bedingungen Floating-PV-Anlagen eher einen Vorteil für die Pflanzen- und Tierwelt bedeuten und wo eher einen Nachteil. Die senkrechte Floating-PV-Anlage scheint aber zumindest auf dem ersten Blick eine gute Innovation zu sein. Weniger Beeinträchtigung für das Gewässer, mehr Stromerzeugung durch Ost-West-Ausrichtung und damit komplementär zu den bisherigen Peakzeiten großer PV-Anlagen. Übrigens, die haben so ein System, das die Module bei starkem Wind einfach auslenken lässt, also wie so ein Stehaufmännchen. Ausgebufft. Eine zweite identische Anlage ist übrigens bereits im Gespräch, hat mir die Unternehmenssprecherin von Sinpower auf meine Anfrage mitgeteilt. Was ich aber generell gut finde, ist das clevere Nutzen von den Flächen, die nun schon mal da sind. Stell dir zum Beispiel mal vor, eine riesige verlassene Kohlegrube zu nutzen für einen neuen PV-Park. Anders würde die Grube ja sowieso nicht genutzt werden und die Netzinfrastruktur dürfte da auch schon da sein. Genauso ist letztes Jahr Deutschlands größter PV-Park entstanden, der so viel Strom macht, das würde für komplett Leipzig reichen. Tschüssi!